ich baue noch ein bisschen Holz ab, weil Holz braucht man übelst viel. Ich habe hier. Du kannst dich ja schon mal runterbauen, genau. Ich finde das so geil, wie die Blöcke abfliegen. Und leider, ich werde heute nicht. Wow, da ist ein Mob! Wow, da ist ein Mob! Da ist so ein Säbelzahntiger! Bau schnell ein! Hallo, meine Lieben, seid herzlich willkommen hier zu einem weiteren Teil Minecraft Nero. Endlich ist es dabei, eine ganz normale Folge Minecraft Nero. Nice! Und wir sind nicht alleine unterwegs, sondern online ist auch der Peterle. Hallihallo. Ja, hallöchen, Leute. Grüßt euch. Da ist er doch. Wollte schon sagen, online ist der Peterle. Ich gucke in die Online-Liste. Keiner da. So, nee. Ich bin da. Alles cool. Sag mal, wo bist du denn gerade? Komm mal zu mir. Ich bin in der Stadt Mitte. Dann zeige ich dir, wo die Betten sind. Denn dort kannst du dich schlafen legen. Okay, hier vorne. Und erstmal Hälfte meiner Melonen. Da. Oh, sehr nice. Sehr nice. Beim Schiff. Das ist schon mal gut. Weil in dem Modpack, was ich gespielt habe, was ja von Nevermind 2 ist, hast du nicht so viel Hunger wie wir gerade. Also das ist schon ein bisschen krasser. Also hier, ich hoffe, ich laufe richtig. Okay, ich hoffe, du hast dich nicht verirrt. Upsala, falsches Haus. Okay. Es tut mir leid. Das nennt man Einbruch, Kev. Falsches Haus. Also es ist, Ach, dann war das hier in dem Haus. Upsala, ich bin in beide Häuser reingelaufen. Ja, die sind auch ziemlich ähnlich, also. Ja, hier in die Tür. Und hier vorne siehst du Betten, ich habe schon ein Schild gemacht, das ist mein Bett, kannst dich auch in mein Bett legen hier. Okay, nice. Ja, wenn du dich halt dann reinlegst und dann ist dein Spawnpunkt da, dann bist du nicht in der Mitte? Ich. Hast du schon? Also, du kannst halt nur nachts reinlegen. Ja, stimmt, ja. Das geht ja gar nicht. Ich finde, hier ist eigentlich ein schöner Spot. So, wir sollten uns anfangen, mal reinzubauen. Hast du noch den Crafting-Table mitgenommen? Ach, da brauchen wir nicht. Nee, ich habe aber Holz. Ja, warte, ich mach schon einen. Ich denke, wir sollten hier aber auch einen kleinen Schlenker machen, dass wir nicht ins Stadtzentrum uns reinbauen. Genau. So, ich habe ein Crafting. Warte, ich baue noch ein bisschen Holz ab, weil Holz braucht man übelst viel. Ich habe hier. Du kannst dich ja schon mal runterbauen, genau. Ich finde das so geil, wie die Blöcke abfliegen. Und leider, ich werde heute nicht. Da ist ein Mob! Da ist so ein Säbelzahntiger! Bau schnell ein! Boah! Alter, ich hör's. Alter. Hörst du's? Ja. Lol. What the fuck? Säbelzahntiger wieder da, wir bleiben jetzt unten. Ich habe 16 Holz noch dabei. Nice. Aber 16 Planken, okay. Ja, ich hab 6, 7 Holz. Okay, ich schau mal kurz, ob die. Ja, ist alles bright eingestellt. Also, ja, muss ich das vielleicht nachbearbeiten, dass es ein bisschen heller ist? Vielleicht kriegen wir das hin. Ja, ich muss es auch nachbearbeiten, Leute. Also, seid mir da nicht böse. Aber sobald wir auf die erste Kohle stoßen, machen wir uns Fackeln. Oh! Wir haben uns schon wieder hier hingebaut. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist ein Fluch, Alter. Okay, ich baue mich jetzt hier um die Ecke. Ich baue das gleich zu. Genau. Night falls on the world. Ja, da kommen dann immer spezielle Mobs. Okay, das heißt, die, Warte. Ich weiß es. Ich weiß, was ich tue. Vorsichtig. Ich weiß genau, was ich tue. Hier war doch das Häuselal. Ja. Ich baue mich in das Haus von unten. Dann kannst du da schlafen gehen. Oh, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Guck, ich bin jetzt genau in der Tür. Ich mache einfach einen separaten Gang rein. Alter, perfekt. Vorsicht. Gut. Ja. Ich will hier noch kurz. Warte, Vorsicht. Jetzt noch kurz ungeschützt. Nice, da kommt er nicht mehr durch. Geht's? So. Ja, ist zu. Jetzt komme ich hier nicht hoch hier. Ja, das kläre ich jetzt. Dann haben wir hier so eine schöne Treppe, siehst du? Ah, nice one. So. Da und. Musst du noch das abbauen hier? Jump. Sehr gut. So, dann können wir hier so seitlich rein. Sind safe. Draußen müssen Sehr gut, ich habe mich auch gerade schlafen. Leg ich auch mal schlafen? Schlafen gehen. Achso, dann ist das Tag, ne? Genau. Clever. Auf jeden Fall, ihr seht es schon, Leute, hier sind Götter im Modpack selbst, aber das sind nicht die Götter, die uns tatsächlich auch Aufgaben geben, bestrafen etc., sondern das sind eigene Götter, die einfach mal die Monster stärker machen, uns vielleicht ein bisschen damagen, und es gibt oben rechts ein paar Skills. Genau. Da kannst du ja mal was zu erzählen, damit ich nicht nur rede. Ja, kann ich. Also, wenn ihr die Schuhe seht, das ist ganz einfach. Also, das ist, wenn ihr lauft, sprintet. Alter, dann geil! Entschuldigung. Auf. Was los? Ja, bitte. Ich habe. Es ist so, als wenn eine Mikrowelle anging, auf einmal kam Kohle raus. Ja, geil. Genau. Das wollte ich gerade auch sagen. Das ist nämlich random. Weil von diesem Bauskill, den du erreichst, hast du manchmal random Sachen. Also, dann hast du Glück Kohle? Und sowas. Was für ein Glück, ne? Und Sprinten ist halt da. Manchmal hat man dann so einen Effekt von Sprinten, dass man dann halt schneller laufen kann. Oder Fall Damage. Je nach Level, also je höher das Level ist, desto weniger Fall Damage bekommt man. Was, das ist mega nice. Die Mikrowelle ging an und ich habe ein Goldnugget gekriegt.
Ja, Gold Nugget, genau, das ist auch total cool. Gold Nuggets bekommt man auch total oft. Nice. So, und dann habt ihr oben rechts, das ist das Hunter, das sind die zwei Schwerter. Es gibt sogenannte Hunter-Mobs. Wenn ihr diese Hunter-Mobs tötet, das sind etwas stärkere Mobs, dann bekommt ihr auch quasi, dann skillt ihr das hoch und levelt das hoch. So, das war eigentlich so viel dazu, viel mehr ist das gar nicht. Eigentlich ziemlich nice, was ich zumindest noch weiß, ich habe mich auch ein bisschen im Vorfeld schlau gemacht, das ist, wenn man, warte, ich mach mal hier so. Das ist, wenn man Mobs tötet, können die so einen gewissen Herz-Skill, sag ich mal, droppen. Also genau. So ein Herz-Fragment, Rune, was weiß ich, was ihr das nennen wollt. Und wenn das passiert und ihr das einsammelt, dann steigt euer Herzlevel und das bedeutet, dass ihr overall insgesamt auf je höher euer Skill-Level ist, mehr Herzen habt. Genau, genau, sowas. Und da gibt es noch darüber die Sachen, die laden sich immer wieder auf. Das ist zwar Mana und sowas, alles mögliche. Das verstehe ich nämlich noch nicht, weil. Oh, hier ist Kohle. Nice. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber das werden wir. Was ist diese Stärke? Ich glaube, wenn ich. Okay, die kannst du ja abbauen und. Genau, genau. Bau du dich einfach hier, weiter ich runter. Hast du eine Steinspitzhacke gemacht? Habe ich schon gemacht, alles gut. Oh, ja, ich habe aber die falsche in der Hand. Ja. Das kennen wir nicht. Was ist das? Nein, warte, nicht abbauen. Was ist das? Wie heißt das? Keine Ahnung, man sieht nichts. Oh Gott, das ist doof, weil man kann Sachen immer mit der Dia abbauen. Nee, also man sieht ja, wenn es nur langsam abbaut, dann ist es, guck, es geht ja, langsam. Ja, okay, ja dann gut, ist dann es, ist das dann Ding, ist weil das sieht nämlich genauso ähnlich aus wie Gold. Das ist aber nicht für uns, weil das nicht in unserem Level... Ey, ganz ehrlich, ich muss mit dir mal würfeln, es tut mir leid. Hast du noch ein großes Stück Holz? Ja, habe ich, hier. Würfel es, ich sage... Nee, rohes Stück habe ich nicht mehr. Ja, schade. Ich habe nur noch normales Holz. Also, das fällt ja immer anders bei diesem Mod, das ist so geil. Das ist wirklich cool. Warum? Gemacht. Magst du Glücksspiel oder was? Ich finde das eigentlich ehrlich gesagt ganz witzig, wie das fällt. Da kannst du dir so einen Würfeltisch aufbauen. Da sagen sie, wie steht heute das Holz? Und dann würfelt man das Holz. Auch nicht schlecht. So, perfekt. Oh, was ist jetzt passiert? Gut, ich mache uns mal Licht. Ich halte das mal und du dich weiterbaust. Ich habe auch versehen, das genau. Fackelchen. Wir sind so, auf welcher Höhe sind wir denn jetzt? Wir sind auf Höhe 19, nee, 18. Ja, oh gut. Das stimmt. Wir werden bis so, auf 11 sollten wir dann anfangen und Strip-Mine und sowas wegen Dings. Genau. Was wolltest du sagen? Achso, ich mach das auf 12. Wenn du es auf 11 machst, gerne. 11 sollte perfekt sein, zwischen 11 und 12. Oh, hier ist wieder Kohle, dann mache ich einen Schwenker, 12, 12, kannst du hier abbauen. Genau, das brauche ich dann ab. Dann verlieren wir keine Zeit, denn Fackel hin. Es geht schnell, wir wollen schnell das Resultate müssen wir, erzielen. Dadurch, dass wir halt einen halben Tag da, also wir haben, muss man einfach mal sagen, durch die Tode, da konnte niemand was für, Leute, das passiert nun mal, aber dadurch ist das halt ein halber Tag kaputt gegangen, muss man halt mal so sagen. Ach, da ist der Sound laut gewesen, aber Kohle. Ich merke gerade, ich habe gar keinen Sound an. So, warte. Ja, wo kann ich die Sounds leise machen? Ich weiß nicht, ob das ist. Ja, wir sind auf der richtigen Höhe. Hier wird jetzt auf jeden Fall gestrip-mined und wir können ein bisschen darüber reden, was es so gibt auf dieser Welt und wie man generell alles beeinflussen kann. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle das Regelwerk gelesen habt, wahrscheinlich nicht. Ist auch sehr langweilig. Deswegen sage ich Folgendes. Also es ist so, es ist das auf der Grundbasis von Hero. Wir haben verschiedene Städte. PvP ist aber auch untereinander erlaubt und man soll eigentlich irgendwie gegeneinander spielen, kann sich aber auch verbünden. So taktische RPG-Königreiche. Es gibt einen Punkt in der Mitte. Das ist dort werden... Oh, ich habe Redstone gefunden. Cool. Dann... Nice. Dort kann man... Oh, Eisen! Oh, das habe ich gehört bei dir, Alter. Alter, oder Bing was Bling bei mir. Dieses die Bling, genau. Die Mikrowelle ist fertig. Ah, sehe ich das richtig? Genug für uns beide sogar. Zwei Spitzhacken. Eisen? Ja. Sehr gut. Dann mache ich mal kurz hier so eine kleine... Okay, wir sind jetzt auf Höhe 11, ne? 10, okay, perfekt. So, dann müsste eigentlich... Ich fange jetzt schon mal an, Strip zu meinen. Ja, und ich tue uns hier mal... Ups. Okay, hier ist auch Eisen. Was das denn? Hey. Seht ihr das? Wenn ich das in die Mitte tue, dann geht das irgendwie kaputt. Ah ja, es gibt eine Gottheit. Einfach nur mal so. Das ist gar kein Eisengott. Stimmt, das ist auch dieses Limonit-Ding. So, da habe ich schon eins. Dass man das nicht sieht. So. Ich mache dir auf jeden Fall gleich eine Eisenspitzhacke. Ja, das wäre cool. Okay, hier sollte eigentlich nichts sein, aber. Ich bin mir nicht so sicher. Ich sollte auf jeden Fall weitermachen. Es gibt eine Gottheit, die wird einmal in der Woche sagen, was sie möchte. Es gibt einen Twitter-Account. Lol, was ist denn diese Mikrowelle? Warst du das? Ja. Das war Kohle. Cool. Ich glaube, dann habe ich nicht den richtigen Sound runtergestellt, weil es da wirklich sehr laut. Ich stell mal den anderen runter. So, ich bin mal so freundlich und gebe dir mal die Spitzhacke hier. Ach, guck mal, ja, kannst du auch nicht abbauen. Nee, nur mit dir, nur mit dir. Nur mit dir, du musst aufpassen, genau. Du kannst nur mit dir abbauen. So, und ein Tipp, den ich gelesen habe oder gesehen habe in einem Mod-Review ist, wenn man etwas abbaut,
immer nur, also wenn man etwas im Ofen rausnimmt, niemals mit Shift-Links-Klick. Ich habe Diamanten gefunden. Ey, ist das ein Ernst, Geilo, Alter. Zwei Blöcke, warte. Nein, es sind nur zwei Diamanten. Nein, drei Diamanten. Vier Diamanten. Oh, ich habe Eisen. Perfekt. Ich crafte uns dann gleich nochmal, warte. Nice, ich habe Diamanten. Ist sehr das gut ein gemacht. Glück? Ich habe nur zwei sehr Blöcke gut. Neben meinem geil, Ofen. Geil, ne? geil, mega gut, Alter. Okay, ich kann alles abbauen, ich baue es ab. Okay, perfekt, das brauchen wir nämlich. Darum, da musst du, das Schwert, was du davon craftest, müsste 10 Attack Damage schon haben. Und damit machen wir auch Spitzhacke und so? Weiß ich nicht, ob man davon Spitzhacke machen kann. Alter, das kannst du gerne machen. Hast du, ein Crafting Table dabei? Der steht da bei den Öfen. Ah, oh, hier, okay, perfekt. Alter, so, ist das ein fettes Vorkommen. Das wollte ich jetzt nochmal machen. Genau, wow. Das in den Ofen packen. Perfekt, Eisen. Und dann, wir müssen uns nämlich anfangen, wenigstens Eisen. Eisenrüstung als Anfang ist schon mal gar nicht kann schlecht. Kann man hieraus keine Rüstung machen? Kann man auch, aber wir machen aus Amethystenrüstung, weil die ist nicer. Amethysten finden wir gleich auch, keine Sorge. Okay, muss ich das und dafür, wie gesagt, hier? Brauchen wir Dias. Nee. Doch, ich bin gerade ein bisschen. Also hiervon schmelze ich jetzt einfach nur vier Stück ein für uns. Genau, einfach einschmelzen, fertig ist die Kiste. So was habe ich da, das sind Limonite Ore, ist das? Genau, Limonite Ore, genau richtig. Und da sehen wir, ach so, das hat aber nur 400 Uses, ne? Genau, richtig. Okay, ich sehe gerade, was man so machen kann, ich weiß gar nicht, was das, die Attack Damage, die Spitzhacke, ich glaube, die ist bestimmt auch besser als der Rest. Cool. Ah, Rüstung kann man daraus nicht machen. Aber ja, man kann genau. Das mit Diamanten mischen. Meine ich, aber Amethysten, da kannst du machen, das ist nice. Man kann das mit Diamanten mischen, dieses Erz. Cool. Hallo Peter. du musst halt fast alles in diesem Modpack mit Diamanten mischen, deswegen sind Diamanten so, so wichtig. Das ist echt krass. Okay Leute, dann möchte ich gerne weiter erzählen, was es denn noch so gibt. Also es gibt eine Gottheit, da ist noch nicht ganz sicher, wie wir das machen, aber es gibt einen Twitter-Account von Minecraft Nero. Zuschauer können da mit eingreifen und, sage ich mal, Challenges oder Aufgaben vorschlagen. Was war das denn? Ich habe ein Level abbekommen für mein Abbauskill. Und wieder ein Vorkommen gefunden von diesen goldenen Lemonite? Ja, Lemonite? Ja. Oh, ich habe Dingens gefunden, Lapis. Sehr, sehr nice. Und auf jeden Fall dort wird es Challenges geben, wo wir eine Woche für Zeit haben. Das wird es in der ersten Woche nicht geben, weil wir halt alle nichts haben. Das heißt, beispielsweise sagt dann die Gottheit, opfere mir 100 Steaks. Und dann muss die Stadt dafür sorgen, dass sie in eine Kiste 100 Steaks reintut. Die ist im Tempel, die haben wir in der letzten Folge gesehen, wo das Jump and Run war. Haben natürlich da nicht gedacht, dass das Jump and Run ist. Aber wir dachten, das wäre ein Dungeon gewesen. Wir dachten, was für ein Glück haben wir, weil wenn das mit den Mobs funktioniert, klappt das auch damit. Und wenn wir das machen, dann ist alles gut, da sollten wir uns auch bemühen, denn wenn nicht, gibt es Strafen. Und es geht ja auch um den Roleplay-Charakter, das heißt, wir sollten da wirklich uns bemühen, das zu machen. Ja, definitiv. Man darf nichts aus den Kisten rausnehmen, immer nur reintun, außer ein gegnerisches Team darf die plündern. Dafür müssen sie aber erstmal rüberkommen. Die Bases sind ca. 3000 Blöcke auseinander. Und ich glaube, oh, Kohle und Eisen gefunden, nice. Kohle gibt auch, soweit ich weiß, die meisten Level zum beim Abbauen. Also, ja? Das ist cool. Also wir sollten jetzt, bevor die Folge zu Ende ist, oh, ein Goldnugget. Nice. Nochmal was an Dias finden, das wäre perfekt. Alter, ich höre das so laut bei dir. Okay, das ist auch nicht der richtige Sound. Vielleicht wie viel Dias hast du gefunden? Oh, ich habe irgendwas gefunden, was, ich weiß nicht, was das ist, so ein... Warte, ich komme zu dir, bevor du es abbaust. Schwarzer Kackstein. Ja, genau, den brauchst du auch, kannst du auch nur mit dir abbauen. Genau, der sieht genauso aus wie Kohle. Das sind Birdie Butts Bohnen, Alter, die sind einfach in der Wand drin. Aber du musst, weißt du was, hier gibt es auch so Clown-Mobs, Alter. Wenn du die hörst, die hupen immer so. Richtig strange. Nice. Ohne Witz. So, was kann das ich ist daraus mega lustig. Machen? Oh, daraus kann ich nur Runinium Chunk machen. Ich sehe nicht unbedingt, was das bringen soll. Daraus kann ich Enchanter Weight machen. Ich kann verschiedene Enchanter daraus machen. Okay, das brauchen wir nicht. Weißt du, was man aus denen machen kann, aus den Runen? Nee, leider nicht. Aus denen habe ich mich noch nicht so richtig zusammengesetzt, was wir da machen können. Oh, nein. Okay, das heißt, dass auch mehr Mobs jetzt kommen werden. Das ist normal. Und die Sounds sind immer noch unverschämt laut, also war das das auch nicht? Ah, das ist schwierig. Du musst die Master Sounds oben. Genau, ich mach mal hier 170, 180, 80, 90 und hier auf 25. Also hier, Leute, habe ich jetzt ein gutes Gefühl, weil ich habe es jetzt immer Dias gefunden auf Höhe 11. Also jetzt müsste es auch
passen. So, ich gehe erstmal zurück und werde mir ein schönes Schwert machen. Mach das. Safe is safe. Wie viel habe ich? Ich habe noch Iron Ore. Das sollte ich in den Ofen packen, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. So, genau, tu das mal rein. Ich mach mir auch mal. Aber denk dran, nicht, dass du die ganze Zeit deinen Dia benutzt. Deine Dia-Spitzhacke meine ich, dass du sie abnutzt. Soll ich mir Iron-Schuhe machen oder machen wir uns keine Rüstung? Doch, definitiv. Iron-Rüstung, ja. Okay, und dann ein Schwert. Willst du auch ein Schwert haben? Ich habe erstmal ein Holzschwert, das reicht. Warte, hier. Ja. Achso, er hat dann nicht gedroppt hier. Vielen Dank. Nice, Alter, wir sind richtig am Start. Nackt, wenn wir 2-Hit, ne? Ich hab doch gesagt, 10 Attack-Damage. Das ist mega heftig. Krass, Alter. Jetzt will ich diese scheiß Säbelzahntiger von der ersten Folge nochmal sehen. Ja, Mann, die machen nichts mehr. Die machen gar nichts mehr. Oh, guck mal, hier ist noch Kohle, die hast du ausgelassen. So, wo war denn jetzt meine Stelle, wo ich eben sagte, die ist super? Ich gehe jetzt mal hier. Ich bin jetzt auf Höhe 12, das ist mal mein Geheimtipp. Und mein Geheimtipp, okay. Ich würde sagen, Leute, für die erste Folge waren das genügend Informationen. Wir werden im... Oder ich kann einfach noch mehr raushauen, oder? Hau einfach noch mehr raus, klar. Ja, da haben wir so eine schöne Informationsfolge. Und zwar ist es so, dass wenn man natürlich stirbt, das ist noch von Hero so, es zählen auch PvE-Kills, außer jetzt in Ausnahme der letzten Folge, die wir hatten, ist es so, dass man die Folge beenden muss und nicht mehr aufnehmen darf einen Tag. Das heißt, ein Tag nach dieser Folge darf auf YouTube keine Folge kommen und aber... man darf aber auch nicht auf dem Server sein, außer in speziellen Fällen des Vorproduzierens, aber das sind extreme Ausnahmeregelungen, die euch eigentlich nicht interessieren müssen, da sind wir schon fair. ebenso ist es halt so, wenn du stirbst durch einen Spieler oder durch einen NPC und dann ein Grabstein entsteht, da sind nicht alle Items drin, sondern du darfst, alle Items werden feingelassen und die dürfen geplündert werden. Und wenn der Grabstein von einem befreundeten Spieler mitgenommen wird und zum eigenstädtischen Friedhof gebracht wird, darfst du sozusagen weiter aufnehmen. Ich glaube aber, die Upload-Sperre für einen Tag gilt trotzdem. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Du darfst direkt weitermachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube auch, dass du direkt weitermachen darfst. Sonst würde es ja auch gar keinen Sinn machen. Ja, stimmt. Du darfst direkt weitermachen. Sonst könntest du auch abwarten, so wenn du so oder so abwarten musst. Ja, genau. Oh, ich höre Lava. Ja, sehr gut. Lava immer gut für Dias. Ich habe wieder schwarzen Stein. Ich habe mir noch Lemonade Ore gefunden, aber ich habe leider keine Pickaxe. Ich baue das alles mal ab und das kannst du dann später abbauen. Ich habe so viel von diesem Lemonade Ore. Ich habe noch... Wo ist das? Ich habe noch 27 im Inventar. Ist aber gut. Je mehr wir haben, desto besser. Ich höre es die ganze Zeit laut und deutlich, aber... Ach, ich habe es gefunden. Sehr gut. Da unten ist es. Frage ist, wie kommen wir da rein, hä? Dieser Lavasee scheint hier zu sein. Ja. Bingo. Lavasee enthüllt. Sehr schön gemacht, sehr cool. Das ist immer gut, Lavasee. Da sieht man nämlich mal richtig viele Blöcke. Zack. Ich mache mir dann auch schon mal ein paar Schuhe. Pack dann Iron nochmal hier rein. Okay, aber... Eisen sehe ich da. Aber das ist noch nicht so berauschend, muss ich sagen. Also hier, das ist jetzt, also diese, da geht eine natürliche Höhle weiter, komm zu mir. Warte, ich komme. Einfach nur entgegengesetzt geradeaus, ich sneake, aber das sehe ich zwar noch ganz viel von diesem Lemonade Ore, aber das baue ich mittlerweile gar nicht mehr. Wo bist du lang gegangen? Einfach nur komplett zurück, als würdest du nach Hause gehen und dann geradeaus. Okay, dann müsste das hier in die Richtung sein. Warte, wenn ich aufhöre zu laufen, das ist halt hier. Also von den, Dingens? Jetzt von dem Ofen aus? Ja, genau, einfach zurück. Geh einfach geradeaus laufen. Ich bin hier schon. Nee, falsche Richtung, du hast dich umgedreht und bist weggelaufen. Achso, ich kann dich nicht sehen, ich sehe deinen Namen gar nicht. Ach, hier. Ich sehe dich. Ach, doch, jetzt. Lololol. Wenn du hier warst, hier gehen wir ja zurück. Ja, genau, nice. Hier ich mal mit einer Fackel und hier bin ich reingelaufen. Ich habe leider keine Fackel. Ach, ich habe ein bisschen hiervon. So, und hier geradeaus. Ups, hier. Mich halt... Vorsicht, hier ist. Ich höre es schon, vorsichtig. Ne, ich habe schon alles gesichert hier. Ah, perfekt. Hier noch nicht. Auf welcher Höhe sind wir? 11, das ist perfekt, Kev. Jetzt hier wird was sein, glaub mir. Gold? Nur wir müssen aufpassen, denn hier kommen bestimmt auch Mobs. Ich baue das mal eben komplett ein, nicht, dass wir unglücklich in die Lava fallen. Nein, haben wir ein Glück. Was denn? Jade. Jade ist auch nice. Ich glaube, da ist der. Ein Schwert macht, glaube ich, 8 Damage. Von Jade Schwert. Das macht 14 Damage. 14 sogar? Ich hab auch nochmal Jade, guck mal hier.
Ich glaube, das kannst auch nur du abbauen. Ja, und warte, Wasser ist hier. Wir können Obsidian machen. Alter, die Höhle geht hier weiter. Ja. Ich baue das zu, wir können sowieso Obsidian machen. Sehr gut. Oder? Wir brauchen Wasser sowieso später. Bau das erstmal zu da. Genau. Oh, ich sehe auch, die Folge ist jetzt schon vorbei. Wir haben schon 20 Minuten. Ui, aber exakt 20 Minuten. Und hier unten ist perfekt. Obsidian. Leute, das ist ein spannender Einstieg. Ich werde später wahrscheinlich vielleicht mit dem Pillar, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, wenn wir hier weiter meinen. Und wir sehen uns, Leute, in der nächsten Folge morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumlein nach oben, checkt noch den Peter aus und macht's gut, bleibt geil und bis dann. Ciao, ciao. Leute, ich schließe mich da an, schaut bei Kev vorbei, lasst auf jeden Fall ein Like, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Haut rein, tschaußen. Ciao, ciao.